Ich werd bekloppt. Ich werd komplett bekloppt. Willkommen zurück bei Superliminal. Bevor wir uns den wahnsinnig gut versteckten Sternenraum von Nummer 4 angucken, gehen wir nochmal durch Nummer 2 und schauen uns die Feuerlöscher an. Ich gehe ganz schnell durch, weil die sind wirklich nicht schwer. So, es kann nur einen geben, von dem ich jedes Mal denke, ich habe ihn gedrückt und ich habe ihn nicht vollständig gedrückt. Also drücke ich einfach alle nochmal ganz fix durch. Das geht jetzt ganz, ganz schnell. Gar kein Problem. Es gibt keinen Versteckten. Es gibt einfach keinen Versteckten. Es könnte höchstens einen geben, von dem ich denke, dass ich ihn gedrückt habe. Und stattdessen habe ich ihn einfach nicht gedrückt. So, das ist alles. Mehr gibt es eigentlich nicht. Hier war nie einer. So. Hier war auch nie einer. Hier war auch nie einer. In spätestens 3 Minuten sind wir hier durch. Mark my words. Naja, lieber nicht. Hier war auch... also hier war einer, aber den haben wir auch. Den da hinten an dem... an der Wand habe ich jetzt schon 3000 Mal gemacht. Ich mache ihn trotzdem nochmal. Wir wollen hier ja nichts... Come on! Nützt mir nichts, ne? Uff. Es ist so geil, wie diese Dinger einfach alles. Wie diese Dinger einfach komplett wild durch die Gegend schießen manchmal. Es ist so genial. Doch, den haben wir auch. Den da. Dann kam jetzt hier um die Ecke einer. Hallo. Nee, hier. My name is Dr. Glenn Pierce. Haben wir auch. And I'd like to talk to you. Dann kam hier um die Ecke ein. Nee, hier kam doch hier. So special, haben wir auch. That we have no idea where you are. But not to worry. We're working on it. Dann war hier um die Ecke einer. Haben wir eigentlich auch gehabt. Stopp. Stopp. Ach komm schon. Dann war hier, glaube ich, keiner mehr. Jetzt bin ich ein bisschen arg fix. Ich glaube, hier war der nächste. Den hatte ich nicht. Wie oft war ich denn an dieser Stelle? Manchmal versteht man es nicht. Wie oft war ich denn an dieser Stelle jetzt schon? Na gut, ist egal. Wir haben ihn jetzt. Was soll's? Was soll's? Wir haben ihn jetzt. So, passt auf. Es ist unglaublich. Der Sternweg. Seht ihr ihn? Seht ihr den Sternweg? Seht ihr ihn? Ich auch nicht. Was zur Hölle? Ernsthaft. So, wie ist die Figur? Ah, jetzt bildet sich eine Figur. Jetzt haben wir es. Ein Käse. Oder Kuchen. Oh, das darf ich nicht machen. Ups. Wusch. Okay. Das war das. So. Das war kurzes Nachho...
Ja, doch, das ist schon ausgeführt. Ja, doch, verglichen mit dem. Das ist schon, ich wollte gerade sagen. Das war kurzes Nachholen. Jetzt gehen wir in Level 5. Das war das, wo wir duplizieren. Wir haben alle Alarme. Wir haben nicht die Löscher. Wir haben nicht die Figuren. Und wir haben nicht den Sternweg. Okay. Auf geht's. Auf geht's. Immerhin haben wir die Alarme. Das ist ja schon mal was, ne? Ja, halt die Klappe. Oh mein Gott. Gott. Ach, jetzt ist... Soll er machen. Vielleicht habe ich den irgendwann an meinen Arm... Ich bin mir sicher, irgendwann habe ich den auch mal nicht mehr gedrückt. Bin ich mir ziemlich sicher. Okay, vielleicht sollte ich mich trotzdem exakt umgucken. Da wir ja gerade gesehen haben, wie fies dieser Sternweg versteckt sein kann. Nicht, dass plötzlich er unterm Bett ist oder so. Ey, dass der da einfach in diesem Schrank, in der Schublade, ist einfach der Weg. Ich komme nicht drauf klar. Einfach hier war der Weg. Das ist... Was zur Hölle? Nie hätte ich mich da hingestellt und hätte versucht, da durchzukommen. Nie im Leben. Never in my whole life. Aber so viel dazu, dass es auch am Anfang sein kann. Also es ist einfach alles möglich und nichts ist unmöglich. Toyota. So. Immer was mit. Vielleicht kann ich es gebrauchen. So, hier sehe ich nichts weiter. Also literally sehe ich hier nichts. Ah, okay. Hier ist eh vorbei. Ist hier eine Figur vielleicht oben? Nein. Den habe ich schon nicht gedrückt. Okay, ich muss kurz nachgucken, ob das vielleicht schon alle waren, weil dann weiß ich, dass ich die nicht mehr suchen muss. Das würde halt Sachen vereinfachen. Okay, das waren noch nicht alle. Es wäre schön, wenn es so ein Signal gäbe, so du hast jetzt in Level 5 alles oder keine Ahnung, also alle Feuerlöscher und so, dass man das auch sehen kann ohne... Wait, kann ich aus dem hier auch Level auswählen? Nee, kann ich nicht. Ich kann hier nur... Okay. Alles gut. Alles gut. Aber immerhin haben wir den noch nie gedrückt. Warum auch immer. So, man läuft direkt dran vorbei. Also, keine Ahnung. Manchmal frage ich mich wirklich, was ich getan habe hier. Ist nichts versteckt. Ich warte jetzt bis zum nächsten Speicherkartensymbol. Dann gehe ich wieder ins Hauptmenü zurück. So, das war das Ding hier. Okay. Ich glaube, ich habe hier einfach alles übersehen. Wieso habe ich die denn nie betätigt? Gut, vielleicht war es mir auch irgendwann egal, weil ich nicht wusste, dass es Collectibles sind. Oh, das könnte auch sein. Oh, das ist leider sehr gut möglich. Okay, hier ist scheinbar nichts. Und ich sage jetzt nur noch scheinbar, weil man kann es einfach überhaupt nicht mehr wissen. Aber wir hatten jetzt gerade das Symbol, deswegen gehe ich kurz ins Hauptmenü. Dann habe ich nichts verloren. Okay, wir haben es ja noch nicht. Aber es würde einfach die Sucherei enorm... Ich habe es wieder getan. Ich habe wieder das Level neu gestartet. Oh. Ich meine, wir waren jetzt nicht weit. Aber Mann, einmal nachdenken. Einmal mitdenken. Was ist denn daran so schwierig? Also wirklich. Was ist denn an bisschen Nachdenken zu viel verlangt? So, das hier war das, geht es verduplizieren los. Komme ich nicht rein. So, einfach geht einfach nicht. Den haben wir gemacht. Tatsächlich. Faszinierend. Den haben wir auch gemacht. Faszinierend.
Jetzt ist die nächste Frage gleich, die ich habe. Hier war nichts, wo ich hochgehen konnte, ne? Nein, da war nichts, wo ich hochgehen konnte. Hier wäre jetzt schon mal wieder eine Röhre. Kann ich da vielleicht eine Figur mitnehmen? Nee. Okay, hier ist schon wieder so dunkel. Hier ist schon wieder so verdächtig dunkel, ne? Ihr wisst genau, was ich meine. Schön die Wand ablaufen. Nix. Andere Wand ablaufen. Was ist denn hier im Weg? Es sind halt irgendwelche Sachen einfach im Gang. Aber nichts, wo ich reingehen könnte. Na gut. Nützt mir auch nichts, hier irgendwas zu duplizieren, ne? Nee. Okay. Dann sind wir jetzt in dem Raum. Attention. Dr. Pierce requires you to note the following risks of dream overexposure. Da ist meine Figur. Memory loss, both quantitative and qualitative. Hallucinations of dreaded or annoying objects. Unrealistic beliefs about the lengths of hallways. And other side effects which have not yet been discovered or which cannot be understood. Wie komme ich an die Figur ran? Ich meine, ich muss ja... Ah, hier konnte ich wieder das Figur... Habe ich schon wieder vergessen. Hier konnte ich wieder die Figur nehmen, das Radio nehmen. Leute, das wird jetzt kurz ein bisschen unangenehm. Reicht noch nicht. Oh, jetzt werden es nicht mehr mehr. Mist. Ah, scheinbar werden es doch noch mehr. Dann könnte ich mich einfach so nach oben bauen. Ja, wenn die mal halten würden. Kann sie immer noch nicht auslösen. Ach so, natürlich halten die nicht. Ich bin ja dumm. Kann sie immer noch nicht auslösen. Okay. Ich brauche mehr Basis hier, auf die ich bauen kann. Dann geht der Haufen auch höher. Geht noch nicht. Wie groß ist das geworden? Huch. Aber es soll mir recht sein. Kommt wieder als Kleines runter. Das hasse ich ja, wenn das passiert. Wisst ihr was? Wo ich hier ewig rumwurschtel, überflute ich den Raum einfach mit Radios. Und dann werde ich mich schon irgendwie da hochgebackt bekommen. Reicht immer noch nicht. Es reicht immer noch nicht. Hui, da war wieder so ein schöner Sprung nach oben.
Lol. Yo! Ich liebe diese Glitches. Oh, man muss komplett ran an das Ding. Wow. So, plopp. So, hier hat gespeichert, deswegen gehe ich jetzt zurück und gucke erstmal hier nach hinten. Da ist aber nichts. Okay, ich gucke kurz, ob wir jetzt noch eine Spielfigur suchen müssen. Und dann werde ich nicht das Level neu starten. Ich werde dich auf Fortsetzen drücken. Okay, wir müssen nur noch den Weg finden und die Dings. Sehr schön. Und ich habe auf Fortsetzen gedrückt. Dann ist jetzt so die Frage, ist hier vielleicht auch der Weg? Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, das sieht nicht so aus, ne? Das sieht nicht so aus. Wenn dieses Ding irgendwie komisch aussieht. Sollen wir nochmal... Ich bin... bevor ich es falsch mache. LOL! Warum hat das denn vorher nicht so schön funktioniert? Okay, ich wollte aber sagen, bevor ich es jetzt falsch mache, na, gehen wir lieber hier oben nochmal kurz rum. Nachher ist dann nämlich doch genau hier der Weg. Ich bin halt einfach blöde. Sieht aber nicht danach aus, ne? Also wirklich nicht. Das Einzige, was mich noch irritiert, ist dieses Ding. Warum hängt das da? Können wir uns den Weg hier rüber bauen? Wo fallen die denn immer alle hin? Als ob das nicht so funktioniert. So, guck mal, jetzt ist doch der Weg darüber. Naja. Möglich, ja, okay, aber da ist nichts. Da oben spielt Musik. Okay, das ist, glaube ich. Ich glaube, da soll man nicht hin. So. Okay. Den habe ich nicht mitgenommen, ne? Und ich hätte ihn gerade schon wieder vergessen. Ich hätte ihn gerade schon wieder verpasst. Oh, Leute. Oh, Leute. Okay, nach Figuren muss ich nicht mehr suchen, nur nach einem großen Weg und Feuerlöschern. Wobei wir ja gesehen haben, der Weg muss nicht so groß sein. Der kann auch in einem kleinen Schrank plötzlich auftauchen. Und überall, wo es dunkel ist, halt. Überall, wo es dunkel ist, kann er auftauchen. Das macht die Suche jetzt nicht sehr viel angenehmer. Aber es wäre das erste Mal, dass ich ihn selber finde. Was haltet ihr davon? Wir schaffen es mal, den zu finden. Ohne Hilfe. Wäre doch was. Also hier ist er, glaube ich, nicht. Errungenschaft? Der Sohn des Mannes. Hä? Ich weiß nicht, was ich getan habe.
Aber ich habe für irgendwas gerade eine Errungenschaft bekommen. Der Sohn des Mannes. Ich weiß nicht für was. Oh, der Raum. Okay, wir wissen jetzt ja, wie es geht. Also den Raum zu lösen ist nicht das Problem. Die Frage ist, gibt es hier irgendwas Verstecktes? Also meine Tendenz sagt mir nein. Ich gehe jetzt natürlich da mal rüber und lasse mich da auch mal runterfallen und gucke, ob ich da irgendwo zur Seite in den Raum gehen könnte. Aber meine Tendenz sagt mir nein, da ist nichts. Das ist schon wild. Nee. Wir lösen den Raum und wir gehen weiter. Wir tun da gar nicht lange rum. Das ist nach wie vor eine der verrücktesten Lösungen, bin ich ganz ehrlich. So. Sind wir jetzt schon wieder durch? Warning. Dr. Pierce is frantically submitting numerous spelling and grammar mistakes into the standard orientation protocol in a desperate attempt to counsel you. I have no subroutine to correct these errors, but I cannot compromise the integrity of the standard orientation protocol. You will not receive these. Nein, ich glaube, wir sind noch nicht durch. They would not make sense regardless. Wäre nämlich nicht gut, weil dann hätten wir wieder den Weg in den Raum verpasst. Ich glaube, wir sind noch nicht durch. Ich hoffe es mal. Nein, wir sind noch nicht durch. Da war noch Zeug. Okay, alles gut. Alles gut. Wirkt dieser Schrank vielleicht einen Sternweg? Oder diese Tür? Nein. Aber ich weiß gar nicht mehr, was noch kam. Ach ja! Stimmt. Okay, den hatten wir sogar. Oh, warte, da oben war doch Zeug drin. Da war doch irgendwas, womit ich nichts anfangen konnte. I remember. I remember, da war doch eine Banane oder was da war. Übrigens, die Spielzeugente war eigentlich dafür da, um die Blaupause bei den rauszuziehenden Dingern zu bekommen. Das habe ich ja ganz anders gelöst. Da ist meine Banane, genau. Ich kann mit der Banane hierhin zurück. OF. Wie weit kann ich mit der Banane zurück? Ich kann die da nicht reinlegen. Cool. Ich kann mit der Banane bis hierhin zurück.
360. Kann ich mit der Banane hier irgendwas anfangen? Also hier wäre Schluss. I mean... Ich weiß es nicht. Ich glaube, bis hierhin ein bisschen... Aber warum kann man sie bis hierhin mit... Wow. Kann die Banane die Äpfel aufhalten? Nicht, dass es sinnvoll wäre. Ah, scheiße. Das ist brutal verstörend mit der Banane. Ich denke, dass da oben ist wirklich nur, da kommt man halt raus, wenn man das andere macht, ne? Ich nehme die jetzt wieder mit. Ich glaube, das war hier nur... Also lustig, dass wir bis hierhin zurückkamen, aber ich glaube nicht, dass das was bringt. Da könnte ich mir eher vorstellen, dass ich sie in dem Gang hier gewinnbringend einsetzen kann. Um irgendwie, keine Ahnung, da hochzukommen oder sowas. Weil man hier schon so hinkommt. Lel, ja, da brauche ich die Banane gar nicht dafür, um hier hochzukommen. Lel. War hier eine Figur mal? Kann sein. Irgendwas war hier, glaube ich, mal. Hier ist dann jetzt jedenfalls gar nichts. Mehr. Ich glaube, hier war eine Figur. Aber ich bin mir nicht sicher. Aber jetzt ist da einfach gar nichts mehr. Das hat's gebracht. Ich muss erstmal wieder hier hochkommen. Das sollte reichen. Okay, kann ich hier mit der Banane noch irgendwo irgendwas anfangen? Ich kann mich nicht entsinnen, dass ich irgendwas mit ihr gemacht habe. Aber wir haben halt immer noch nicht den Gang gefunden. Na? Also unseren Sterngang. Aber hier ist nix. Schach will die Banane auch nicht spielen. Will die Banane weggeworfen werden? Gibt's dafür ein extra Achievement? Nein. Attention. Dr. Pierce continues to input significant errors. I will interpret his basic ideas. Hello, my introductions are redundant. I am a real... Oh, ich habe ihn gefunden. Ich habe ihn selber mal gefunden. Yes. I can help you, but I also do not know. Yes. Transmission ends. Yes. Ich habe doch die Figur eigentlich schon gehabt, oder?
Aber vielleicht von der anderen Seite. Aber das ist auf jeden Fall der Sternhaufen, um den es geht. Auf irgendeine Art und Weise. Ah! Etzala. Der Soda-Automat, na freilich. Wusch! Schön. Dann kann die Banane nur für ein Achievement sein, aber keine Ahnung für was für eins. Ich weiß, ich habe auch gesehen, es gibt ein Achievement. Einfach nur 5 Minuten lang ein Item halten. Das ist ein Achievement. Das machen wir am Ende der Folge. Aber das gibt es. Einfach nur 5 Minuten lang was halten. Aber wofür habe ich jetzt die Banane? Kann ich die hier ablegen in die Akten? Nee, das ist Schwachsinn. Du hier rein? Du auch nicht. Was fehlt jetzt noch? Jetzt fehlen eigentlich nur die Feuerlöscher. Ich habe mir natürlich jetzt noch nicht nachgeguckt, wie sie jetzt aktuell aussieht. Vielleicht haben wir die mittlerweile. Hier sehe ich keinen weiteren Feuerlöscher. Pflanze zu Pflanze. Ich meine, es ist keine Pflanze, ich weiß. Aha! Den hatten wir auch noch nicht. Chillig. Jetzt sind wir aber wirklich durch. Hier keine Ahnung, was man mit der Banane anfangen soll. Hello. Name is my Pierce Dr. Glenn. To the Somnusculpt Welcome Experience. Dann hoffe ich, wir haben alles. Care leader, patient years 10 development. Conditions struggle you whatever with? Professional invention. Age science with cutting. Und wir werden gleich nachgucken. Can bright. Und dann halten wir irgendein Item einfach mal 5 Minuten lang in der Hand. Weil wir es können. So, das wäre dann Abschnitt Nummer 6. Das Groß- und Klein-Ding, das wird fies. Da die Sachen finden, wird ultra fies. Oh mein Gott. Aber was soll's. Wir haben natürlich nicht alle Feuerlöscher. Naja, dann machen wir jetzt einfach Folgendes. Das ist jetzt nämlich wirklich ganz, ganz simpel. Wir müssen jetzt ja 5 Minuten was in der Hand halten. So. Dann halten wir jetzt 5 Minuten was in der Hand. Und das war's. Also es wird jetzt nichts mehr passieren. Ne? Aber ich werde die Zeit nutzen, um einfach in der Zwischenzeit nachzuschauen. Wo der Feuerlöscher sein könnte. Das heißt, ihr hört mich jetzt. Na, vielleicht hört ihr mich sogar noch. Ich kann es ja kommentieren. Aber an sich passiert jetzt nichts mehr, ja? Insofern sage ich schon mal danke fürs Zuschauen und wechsel in. Oh! Oh, wenn ich das Fenster verlasse. Geht der ins Menü? Ja, dann. Dann bin ich raus. Ich mute mich, ich mache was anderes 5 Minuten lang, bis das Achievement unten auftaucht. Und sage danke fürs Zuschauen. Und tschüss.
So, jetzt müsste es eigentlich jeden Moment soweit sein. Ich habe mir kurz was zu essen gemacht. Wenn ich es nicht schon verpasst habe. Weil es war bei OBS, glaube ich, um die 35. Na gut, dann wird es das bei 40 passieren. Ja, dann wird es das bei 40 passieren. Oder ich hab's verpasst. Wir lassen 40 Mal noch durchlaufen, dann müssen aber mindestens 5 Minuten vergangen sein. Jetzt ist 40. Also dann müssten eigentlich, also wenn 40 durchgelaufen ist, müssten mindestens 5 Minuten vergangen sein. Wenn ich nicht richtig hin, also wenn ich richtig hingeguckt habe. Passiert irgendwie nichts. Da bin ich denn blöde? Einundvierzig. War es vielleicht doof, zwischendurch Escape zu drücken? Weil ich doch rausgetappt habe. War das vielleicht blöd? Kann das sein, dass das dumm war? Ich glaube, das war dumm. Oder es kam schon und ich habe es verpasst. Jetzt warte ich auf etwas, was gar nicht mehr passieren kann. Kann auch sein. Also jetzt sind auf jeden Fall 5 Minuten rum. Ich guck mal kurz in die Errungenschaften rein. Das ist nämlich die Errungenschaft, Ach Scheiße. Ist die hier irgendwie aktivierte Errungenschaft? Ich glaube, es war die. Bin mir nicht sicher. Vielleicht habe ich es nicht. Keine Ahnung. Danke jedenfalls fürs Zuschauen. Und tschüss.